danke sehr für das Gebet. Ist tatsächlich so, ja, Lieder oder sowas zum Thema Gebote gibt es nicht viele. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Thema erstmal vielleicht nicht so positiv besetzt ist. Ne? Über Gebote hört sich irgendwie so, naja, es hört sich irgendwie so einschränkend an oder irgendwas, was irgendwie jetzt nicht unbedingt positiv erstmal ist. Und vielleicht könnte man sogar sagen, letztes Mal habe ich über Gnade gesprochen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, du kannst es dir noch anschauen auf YouTube und so vom letzten Mal. Also über dieses unverdiente Geschenk Gottes, was er uns gibt. Und vielleicht erinnert sich mancher, der letztes Mal da war oder sich es angeschaut hat, auch daran, dass ich irgendwie gesagt habe, der Paulus sagt so, Gesetz und Gnade gibt es auf der einen Seite, also Gebote und die Gnade. Und das steht sich so ein bisschen gegenüber. Und wir werden vor Gott nicht dadurch gerecht, also wir können sozusagen nicht dadurch bewirken, dass Gott uns mag, dass wir besonders gut handeln oder ständig oder seine Gebote halten. Das habe ich letztes Mal gesagt. Deswegen ist es vielleicht erstmal komisch, dass heute jetzt was über die Gebote kommt und irgendwie gesagt wird, okay, das ist auch ein Geschenk von Gott trotzdem. Auch wenn es, ja, genau, nicht das ist sozusagen, wodurch wir erreichen, dass Gott uns irgendwie nett findet oder sonst irgendwas. Weil Gott liebt uns eh schon. Aber was haben seine Gebote dann für eine Bedeutung? Darum geht's heute. Und ich glaube wirklich, dass die Weisungen Gottes, seine Gebote, tatsächlich auch ein Geschenk sind, das er uns gibt. Und Tatsache ist es erstmal vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil einer der wesentlichen Werte, die wir irgendwie haben, ist immer Freiheit. Und Freiheit ist was ganz Tolles. Und Gebote hört sich so an, als ob es die Freiheit einschränkt. Ja, weil da wird ja irgendwo gesagt, das sollst du machen oder das sollst du nicht machen. Und das ist ja gegen meine Freiheit. Ich will doch selber entscheiden, was ich machen kann und was nicht. Also vielleicht ist Freiheit nicht ganz das richtige Wort, sondern vielleicht kann man sagen, was auf jeden Fall stimmt, ist Gebote meine Autonomie einschränken. Autonomie ist ein Fremdwort, griechisch Kenner vor. Autos, nomos. Autos heißt selbst und nomos heißt eigentlich Gesetz. Also Autonomie im strengen Sinne des Wortes heißt eigentlich Selbstgesetz. Also sich selber Gesetz sein. Wenn jemand völlig autonom ist, heißt es, er macht sich selber alle Gesetze. Und das klingt erstmal nach totaler Freiheit. Das klingt auch danach, okay, ich muss halt keine Gesetze von anderen akzeptieren, weil ich bin ja autonom. Ich kann mir meine eigenen Gesetze machen. Wir haben auch gesellschaftliche Gruppen, die sich Autonome nennen und das an mancher Stelle auch so sehen und sagen, okay, manche Gesetze, die andere gemacht haben, gelten für uns halt nicht, weil wir haben ein bestimmtes Anliegen oder sowas und das steht über diesen ganzen anderen Gesetzen. Wir machen uns unsere eigenen Gesetze. Also das steht hinter diesem Wort autonom. Ich will mir selber ein Gesetz machen. Und das klingt erstmal auch ziemlich toll, weil es eben so unabhängig und so frei klingt. Das Problem ist halt, wenn Menschen zusammenleben wollen, kommt man mit dem Ding ganz schön schnell an Grenzen. Weil das Problem ist, wenn jeder sich so seine Gesetze selber macht, dann heißt es nicht, dass die hinterher alle zusammenpassen. Das ist ein bisschen so das Problem. Ja? Ganz praktisches und klassisches Beispiel, wenn jeder im Straßenverkehr autonom fahren möchte, ich meine jetzt nicht mit Computer, was man heute als autonomes Fahren bezeichnet, mit Autopilot, sondern autonom in dem Sinn von, ich mache mir meine Regeln im Straßenverkehr alles selbst, dann geht es vermutlich nicht sehr lange gut. Und auch das autonome Fahren von dem Computer funktioniert nur, weil es irgendwie eine Ordnung gibt, nämlich eine Straßenverkehrsordnung, an die sich alle halten. Und deswegen funktioniert das Ganze, ohne dass jeden Tag allzu viele Menschen ein paar genau, wenn Regeln missachtet werden oder sowas, ne, geht es trotzdem nicht immer gut. Aber die Regeln sorgen eigentlich dafür, dass es im weitestgehenden reibungslos erstmal läuft. Und das gilt nicht nur für Straßenverkehr, sondern es gilt letztlich, glaube ich, für alle Bereiche des Zusammenlebens irgendwie so. Manche brauchen vielleicht mehr aufgeschriebene Regeln und manche brauchen vielleicht manchmal auch einfach unausgesprochene Regeln, wie man miteinander umgeht, vielleicht in der Familie oder sonst irgendwas. Aber wenn es überhaupt nicht geregelt wäre, wenn da jeder nur sich selber Gesetz wäre, es würde nicht so sauber funktionieren. Und ja, klar, diese Regeln greifen damit immer ein in die Autonomie des Menschen. Ich bin dann nicht mehr völlig autonom, aber es ist eben wie bei der Straßenverkehrsordnung, das dient nicht dazu zu sagen, ha, ich will bestimmen, wie die Leute sich alle auf der Straße zu verhalten haben, sondern es dient dem zu sagen, okay, ich möchte, dass alle an ihr Ziel kommen und deswegen braucht es irgendwie irgendwelche Regeln, an die ich mich halte, damit es bestmöglich
gelingen kann. Das ist die Idee. Bei der Straßenverkehrsordnung ist das die Idee, dass jeder so an das Ziel kommt, wo er hin will. Aber was ist denn jetzt bei dem, worüber wir heute reden, nämlich bei Gottes Geboten, eigentlich das Ziel? Warum hat Gott die Dinger gemacht? Vielleicht würde man zuerst mal denken, naja gut, Gott hat sich gedacht, ich bin halt der, der die Regeln setzen kann, also mache ich es mal. Aber die Frage ist, was ist seine Motivation? Und ich glaube, Gottes Motivation ist letztlich, dass das Leben von Menschen möglichst gut gelingt. Auch das Zusammenleben von Menschen. Im Alten Testament werden die Gebote von Gott manchmal als Leben bezeichnet. Also gibt es Stellen, wo Gott so spricht zu seinem Volk und sagt zum Beispiel, Leben und Tod lege ich dir heute vor. Und mit Leben meint er, sich an ihm orientieren und an seinen Weisungen. Und mit Tod meint er, sich nicht daran orientieren. Also Gottes Idee ist, dass durch seine Regeln, durch seine Weisungen, das Leben gut wird auf der Erde. Und irgendwie ergibt es auch Sinn, wenn Gott der Schöpfer ist, der das gemacht hat, der mich gemacht hat, der sich diesen Menschen ausgedacht hat, dass er vielleicht sogar tatsächlich ganz gut weiß, welche Regeln sinnvoll sind für Menschen. Also ich glaube, dass das die Idee ist, dass Gott als Schöpfer, als der uns gemacht hat, der uns besser kennt, als wir uns selbst vielleicht manchmal kennen, weil er eben der ist, keiner von uns hat sich selber gemacht. Wir haben manchmal heute vielleicht so ein bisschen, manchmal so eine Ideologie, die denkt, oh, wir können uns so unsere Identität und sowas alles ganz selber herstellen, aber ich glaube, das ist Quatsch. Letztlich sind wir von Gott geschaffen. Er hat uns eine Identität gegeben. Er weiß, wie wir sind, er weiß, wie Menschen funktionieren. Und er weiß, was gut ist für das Zusammenleben von Menschen. Ich bin manchmal selber vielleicht überrascht, was in mir steckt. Manchmal positiv, hätte ich gar nicht gedacht. Und manchmal leider auch negativ, wenn ich merke, okay, das steckt auch in mir. Gott ist nie überrascht. Gott weiß, was in uns ist. Und ich glaube, deswegen hat er uns für unser Leben sowas gegeben wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Und diese Gebrauchsanweisung ist sehr umfangreich. Aber ein Teil davon sind eben auch seine Weisungen und seine Gebote. Und so ein komplexes System wie der Mensch oder das Zusammenleben von Menschen, das funktioniert nur, auch wenn man jetzt einen technischen Bereich nimmt, ja, es funktioniert nur, wenn ich es ja, so bediene, richtig gut, wie es in der Gebrauchsanweisung steht. Und auch zu normalen Gebrauchsanweisungen für irgendwelche Geräte gehören auch so Sachen wie, das solltest du tun. Und das solltest du lieber nicht tun, weil sonst geht das Gerät vielleicht kaputt. Oder es tut nicht mehr seinen Dienst. Oder es funktioniert nicht richtig. Und ich glaube, dass es mit unserem Leben und mit Gott genauso ist. Letztlich geht es Gott um dieses ganze komplexe System, was diese Welt ist. Auch nicht immer nur um den einzelnen Menschen, sondern um dieses ganze komplexe System. Und seine Weisungen sind dafür da, sind sozusagen eine Art Gebrauchsanweisung dafür, wie kann dieses komplexe System möglichst gut gehen. Also ich würde sagen, Gebote sind nicht Hindernisse, die Gott uns in den Weg legt. Das kommt uns manchmal so vor, ich will irgendwas tun. Jetzt sagt Gott aber, du sollst es nicht tun oder keine Ahnung, ich möchte das. Und Gott sagt aber, du sollst das. Und irgendwie so, das hört sich manchmal an wie so Hindernisse. Aber ich glaube, eigentlich ist es mehr wie so eine Art Leitplanken. Eine Leitplanke ist auch eigentlich ein Hindernis. Ne? Das steht im Weg, kann man nicht durchfahren. Ist aber auch ganz gut, wenn man es nicht macht, weil meistens ist da die Straße zu Ende, wo die Leitplanke ist. Und ich glaube, dass Gottes Gebote ein bisschen sind wie so eine Gebrauchsanweisung, die diese Leitplanken setzt für unser Leben. Und deswegen sind sie auch ein Geschenk letztlich für uns. Weil ich glaube, wir Menschen nicht dafür gemacht sind, uns selber alle Gesetze zu machen. Dafür überblicken wir viel zu wenig. Wenn ich mir überlege, ich sollte einfach alle Gesetze irgendwie selber machen, für mich und mein Leben und so, dass sie wirklich gut sind. Also ich könnte vielleicht noch schaffen, dass sie scheinbar mir am meisten nützen. Das würde ich vielleicht gerade noch hinbekommen. Und das ist auch immer die Gefahr, wenn wir anfangen, unsere Regeln uns selber zu machen, dass es halt welche sind, die für uns besonders gut sind. Und für andere kommt dann vielleicht in der zweiten Linie auch noch, aber erstmal wir und so. Das würde ich vielleicht noch hinkriegen. Aber für dieses ganze komplette System, Welt und Menschen und das alles, ich wäre völlig überfordert. Und ich glaube auch, wir Menschen sind allgemein damit ein bisschen überfordert. Das merkt man auch daran, dass immer wieder, das ist noch nicht das super perfekte, gerechte Staatssystem zum Beispiel erfunden ist.
Wir versuchen das immer wieder als Menschen. Ja? Wir versuchen immer wieder was und es klappt ein bisschen und dann kippt es in die eine Richtung oder mal in die andere und dieses und jenes. Und das Perfekte schaffen wir einfach nicht, weil wir das System nicht so durchschauen. Okay, ich könnte jetzt aufhören und sagen, okay, ich habe jetzt erklärt, warum die Gebote von Gott eigentlich ein Geschenk sind. Tut mir leid, ich höre noch nicht auf, weil ich habe mich noch gefragt, warum, wenn es so ist, und ich finde es irgendwie logisch und vermutlich würden die meisten bis zu dem Punkt auch ein bisschen zustimmen und sagen, ja, passt schon irgendwie, klingt einleuchtend, zumindest wenn ich an Gott glaube. Warum tun wir uns dann, auch wir, die wir an Gott glauben, manchmal trotzdem so schwer mit den Geboten? Also irgendwie jetzt in konkreten Situationen zum Beispiel uns daran zu orientieren. Und sehen die oft eben nicht wie ein Geschenk, damit mein Leben gut wird, sondern wie so ein Hindernis oder wie so eine Last oder, ja, keine Ahnung, wie irgendwas, was mir eigentlich im Weg steht. Und ich glaube, das sind so sind hauptsächlich zwei innere Gründe, die uns dazu bringen. Und der erste klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, aber ich habe kein besseres Wort gefunden. Der erste Grund ist, glaube ich, so eine Art Hochmut in uns. Und das zweite ist Misstrauen gegen Gott. Und beide diese Gründe kommen auch schon im ersten Moment in der Bibel vor, von dem die Bibel erzählt, wo die Menschen zum ersten Mal sich entscheiden, nicht nach der Weisung Gottes zu leben. Das ist das mit dem sogenannten Sündenfall. Kennt ihr bestimmt alle. Schauen wir trotzdem heute noch mal ein bisschen rein, weil ich finde diese Geschichte so interessant, weil die so viel erklärt über das, was im Herzen von Menschen passiert. Also, Paradies ist da, Adam und Eva sind da, sind in diesem Paradies, ganz viele Bäume, alles ganz toll, genug zu essen, alles super, schön warm wahrscheinlich auch. Und nur einen Baum gibt es, von dem hat Gott gesagt, davon soll man nicht essen, weil es nicht gut für dich. Weil wenn du das tust, wirst du sterben, so hat Gott es gesagt. So, jetzt kommt diese Schlange und geht ganz geschickt vor und sagt, ja, hat Gott gesagt, ihr sollt von keinem Baum des Gartens essen, na gut, das nicht, okay. Aber von dem Baum, ne, von dem ihr nicht essen dürft, das stimmt gar nicht, sondern wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott und werdet Gut und Böse erkennen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was im Letzten so mit Hochmut gemeint ist, nämlich sein zu wollen wie Gott. Und da sind wir wieder bei dem Anfang, bei diesem autonom sein zu wollen, das selbst in die Hand zu nehmen, selber zu definieren, was Gut und Böse ist. Und nicht irgendwie die Definition von irgendeinem anderen Deppen annehmen, der das irgendwann mal gesagt hat. Und wenn dieser Depp Gott ist, dann hat er halt Pech gehabt. Ja, sondern ich möchte selber sagen, was gut und böse ist. Und das heißt irgendwie letztlich, ich stelle mich selber auf diese Ebene Gottes und erkenne ihn nicht mehr als Gott an. Nicht mehr als den, der ein bisschen mehr den Durchblick hat. Ich will nicht von ihm abhängig sein. Ich will mich nicht seiner Einsicht irgendwie da einordnen, sondern ich will es selbst entscheiden. Also praktisch, ja, schaut es dann zum Beispiel so aus, was da in einem vielleicht vorgeht, so, ja klar, ich weiß schon, es gibt das Gebot von Gott, dass man nicht stehlen soll, aber wenn er die Situation gekannt hätte, in der ich jetzt bin, dann hätte er bestimmt auch gesagt, dass es jetzt okay ist. Das war jetzt ein Beispiel mit Stehlen, gibt mir den anderen auch, ja. Ich weiß schon, Gott sagt, man soll die Wahrheit sagen, aber in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, wenn Gott es vorher gewusst hätte, dann hätte er bestimmt da irgendwie eine Ausnahme dafür gemacht. Also, solche Sachen sind es dann oft, die in uns vorgehen. Aber streng genommen sage ich damit, ich weiß es besser als Gott, weil Gott hat nämlich meine Situation nicht gecheckt. Gott versteht nämlich meine Situation überhaupt nicht mit seinen komischen Geboten. Ja? Ich weiß es viel besser, was gut ist. Also das steckt ganz oft so dahinter, hinter diesem, ja, aber in meiner Situation nicht oder irgendwie. Ne? Es gibt auch die Leute, die laufen ständig rum und sagen, ja, wenn Jesus heute leben würde, dann hätte er das nicht mehr so gesagt. Ja, woher will ich das denn wissen? Bin ich Jesus? Also ich kann doch nur mich auf das beziehen, was Gott wirklich gesagt hat. Oder ich stelle mich selber über ihn und sage, okay, ich weiß es eigentlich besser als Gott. Ich weiß eigentlich, was er irgendwie sagen würde. Genau. Letztlich geht es immer darum, ich erkenne nicht Gott als Herrn an, sondern ich möchte gern mein eigener Herr sein. Und das steckt in uns allen drin. Das steckt in uns allen irgendwo drin. Der zweite Grund, warum wir nicht nach Gottes Weisung oft handeln, der ist ein bisschen komplizierter, ein bisschen tiefer. Und da möchte ich nochmal in diesen Text reinschauen aus dem Buch Genesis. Den können wir mal sehen. Oh, irgendwie haben wir die Bilder gerade von hinten. Genau, müssen wir mal den Zettel finden mit dem ganz vielen, ganz langen Text. Das müsste das
Bild 1 sein. Nee, noch weiter vor, noch weiter vor. Noch weiter vor. Ja, das. Genau. Also wir sind mitten in dieser Geschichte drin, in diesem Dialog, Schlange und Frau redet miteinander. Die Frau entgegnet der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben, Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet sein wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Soweit mal. Dass die Menschen am Ende tatsächlich sozusagen von diesem Baum essen und damit Gottes Weisung nicht befolgen, hat meines Erachtens sehr viel mit diesem Zweifel zu tun, den die Schlange in das Herz von den Menschen da reingesät hat. Und das ist so diese Frage so, hey, dieser verbotene Baum, der schaut halt richtig schön aus. Okay, Gott hat gesagt, man soll nicht davon essen. Aber er schaut richtig schön aus. Vielleicht meint es Gott ja gar nicht gut mit mir. Vielleicht will Gott mir den Baum ja vorenthalten. Vielleicht ist Gott gar nicht so nett zu mir. Sondern vielleicht hat er gesagt, hat diese coolsten aller Früchte, die behalte ich für mich selbst. Und er gönnt mir das gar nicht. Und das ist dieses Misstrauen gegenüber Gott. Und das ist auch in uns drin. Das ist auch in uns drin, dass wir irgendwie so denken, okay, kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass Gott es gut mit mir meint? Kann ich wirklich seinen Weg gehen oder verpasse ich dann vielleicht das Beste? Weil er hat ja diesen coolen Baum gepflanzt und der schaut so schön aus. Und vielleicht hat ja in Anführungszeichen die Schlange recht und vielleicht ist das alles ein Quatsch und man soll sich auch nicht so anstellen und so. Und vielleicht irgendwie wollte Gott mich ja doch bloß ärgern oder was weiß ich auch immer. Es geht um dieses Misstrauen, was in mir drin ist. Ich meine, praktisch, was sind das dann wieder so für Gedanken, wie das sind? Es ist was man oft in der Gesellschaft so hört. Naja, keine Ahnung. Ach, bei Gott sind doch eh alle Sachen verboten, die Spaß machen. Und damit sagt man eigentlich, Gott gönnt mir keinen Spaß. Ne? Sondern Gott ist wahrscheinlich irgendeiner, der gar nicht will, dass ich Spaß in meinem Leben habe, dass es mir gut geht, sondern ist halt einer, der irgendwie, ja, keine Ahnung, ist halt so ein böser Gott, der auf mich runterschaut und eigentlich nur misstrauisch guckt, wie das alles ist und dass ich ja nicht so viel Spaß habe. Und dann ist die Folge daraus, okay, muss ich halt selber für meinen Spaß sorgen, auch wenn ich dann halt nicht das mache, was Gott von mir gerne möchte. Und das kann man auch ja, in ganz viele konkrete Situationen wieder durchdeklinieren, anhand von einzelnen Weisungen Gottes und so weiter, da zu schauen, wie ist es da? Und dieses Misstrauen, glaube ich, das ist auch wirklich sehr, sehr tief in uns drin. Diese Angst, wir müssen eigentlich... Gott gibt uns nichts oder zumindest nicht genug und wir müssen uns das selber nehmen, weil es Gott uns eben nicht gönnt. Das ist super tief in uns drin. Aber ich glaube, dass gerade da ein wichtiges Training in diesem Vertrauen sein kann, in solchen Situationen mir bewusst zu werden, was passiert eigentlich bei mir oder was ist eigentlich gerade bei mir los? Weil es geht oft nicht um das Vordergründige, mache ich jetzt dieses oder mache ich das jetzt nicht oder sonst irgendwas, sondern es geht um dieses, was ist denn da gerade in meinem Herzen drin? Bin ich eigentlich gerade dabei, mich vielleicht über Gott zu stellen und nicht zu singen, ich lege meine Krone für die Füße Jesu, sondern ha, ich nehme meine Krone und setze mir auf den Kopf und schaue, dass ich autonom selber bestimme, was gut ist. Oder ist es dieses Misstrauen, diese Angst, okay Gott, ich weiß es echt nicht, bist du wirklich gut? Na, ich vertraue mal lieber auf das, was ich sehen kann, auf das, was ich mir selber nehmen kann, auf das, was ich selbst in die Hand reißen kann, anstatt auf das, was du mir vielleicht schenkst. Ja, also ist manchmal, glaube ich, ganz interessant in so Situationen, wo ich weiß und merke oder mir mein Gewissen vielleicht auch manchmal so gesagt, okay, da bin ich irgendwie im Konflikt auch mit den Weisungen von Gott, da mal zu schauen, was steckt denn da dahinter? Was sind denn eigentlich für Gedanken, die dahinter sind? Ich glaube, es ist ein Akt des Vertrauens, gerade in den Momenten, wo ich vielleicht selber den Sinn nicht sehe oder wo es vielleicht der schwierigere Weg für einen Moment ist, was weiß ich, die Wahrheit zu sagen, anstatt zu lügen oder irgendwas zu tun, das anzunehmen und zu sagen, Herr, aber ich vertraue dir. Du bist der Herr und ich will darauf vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Und ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass es so ist, dass Gott es gut mit uns meint. Was nicht heißt, dass er uns nicht dann, zum Beispiel, wenn wir die Wahrheit sagen, auch manchmal zulässt, dass wir in unangenehme Situationen kommen oder sonst irgendwas. Aber am Ende wird immer mehr
rauskommen, als aus dem, hey, ich versuche es mir selber zu nehmen, ich versuche es alles selber zu machen, ich will ganz dolle autonom sein. Also es ist ein Zeichen des Vertrauens auf Gott, gerade wenn wir in den Situationen, in denen wir es selber nicht so sehen oder nicht so nachvollziehen können, trotzdem sagen, Herr, ich will nach deiner Weisung leben. Und sogar noch mehr, weil Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter, das ist der Vers, den wir vorhin schon gesehen haben, er bringt die Gebote, seine Weisungen ganz eng in Bezug mit der Liebe zu ihm. Er sagt im Johannesevangelium, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Die Idee von Gott ist nicht, dass wir seine Gebote halten, weil er halt der Chef ist und weil er uns sonst bestraft, sondern die Idee ist von Gott, dass er uns seine Liebe schenkt und dass wir darauf antworten mit unserer Liebe. Und diese Liebe zu Gott, wenn wir die zeigen wollen, dann tun wir das auch dadurch, dass wir nach seinem Willen leben. Dass wir das tun, was er von uns möchte und eben nicht das, was er nicht möchte. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, so sagt Jesus das. Und wie gesagt, es geht nicht ums sture Befolgen irgendwelcher Regeln, sondern dass wir unser Vertrauen und unsere Liebe zu Gott erneuern. Darum geht es bei diesem Halten der Gebote. Darum geht es bei diesem Weg nach Gottes Weisung, immer mehr leben zu wollen. Dass ich mein Vertrauen darauf, dass Gott gut ist und dass er es gut mit mir meint. Dass ich meine Liebe zu ihm die Antwort ist auf das, was er mir geschenkt hat, dass ich das erneuere. Und wir werden sowieso nie perfekt darin werden, Gottes Weisungen zu folgen. Werden wir nie. Und Gott geht es auch nie um diese Perfektion. Ja, sondern Gott geht es wirklich darum, dass wir unser Vertrauen und unsere Liebe zu ihm erneuern. Und ein Zeichen dafür ist, wenn wir uns Mühe geben, und es darf ruhig auch manchmal ein bisschen Mühe kosten, uns an seinen Weisungen und an ihm zu orientieren, an seinen Geboten. Und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis zu der Gnade, was ich am Anfang gesagt habe. Ja? Wir müssen nicht perfekt sein, Gottes Gnade ist noch da. Und an den Stellen, wo wir es nicht schaffen, wo wir es nicht richtig hinkriegen, da ist seine Gnade die kommt. Aber seine Gnade ist auch die, die in uns es bewirkt, dass wir nach Gottes Weisung leben können. Und wenn wir auch 100-mal dran scheitern, für Gott ist das nicht die Katastrophe. Sondern das Wichtige ist, dass wir immer wieder aufstehen, dass wir immer wieder sagen, Herr, aber ich will neu dir vertrauen. Ich will dir neu meine Liebe zeigen. Und ich versuche es nochmal. Ich versuche nochmal den nächsten Schritt nach deiner Weisung zu leben. Und gerade jetzt in der Fastenzeit ist es eh so ein Thema, diese Erneuerung von unserer Liebe und unserem Vertrauen auf Gott, was da letztlich irgendwie im Mittelpunkt steht. Es geht ja nicht um die Figur oder darum, irgendwie eine Challenge zu machen, ich esse nichts, sondern es geht letztlich darum, dass wir unser Vertrauen und unsere Liebe zu Gott erneuern. Und all diese äußeren Sachen sollen uns dabei helfen. Und es geht auch um dieses Leben nach Gottes Weisung. Vielleicht ist es eine Zeit, wo man auch mal selber sich da auf den Prüfstand stellen kann und sagen, okay, wie weit ist es denn tatsächlich mit meinem Vertrauen auf Gott und auf seine Weisungen? Wie schaut es denn aus mit meiner Liebe? Oder wo ist das Ding in mir, dass ich ihm misstraue oder dass ich lieber autonom sein will und lieber meine eigenen Gesetze machen will? Und das dann tatsächlich vor ihn zu bringen und in seine Gnade reinzulegen. Zum Beispiel die Beichte ist da immer ein super Ding dafür, das zu machen, weil letztlich passiert da genau das. Auch bei der Beichte geht es nicht nur darum, irgendwie, dass Gott jetzt abzählt, ja, hat er an jede Sünde gedacht, die er gemacht hat und so, abgehakt. Aber es geht darum, dass ich zu Gott komme und sage, Herr, Mist, ich habe dir misstraut, ich habe mich selber als Herrn angesetzt, ich habe dessen das gemacht und mit ein bisschen Pech sind auch noch wirklich Menschen dadurch zu Schaden gekommen und was weiß ich was. Und ich will aber meine Liebe zu dir erneuern. Ich will mein Vertrauen auf dich erneuern. Ich will sagen, okay, das meint dieses alte Wort bereuen. Ja? Das heißt, hey, es tut mir leid. Und ich will wieder losgehen. Ich will wieder den nächsten Schritt machen. Ich will meine Liebe, ich will mein Vertrauen zu dir erneuern. Und ich habe noch einen Bibelvers mit aus dem Propheten Ezechiel, wo Gott uns auch genau das verspricht, diese Erneuerung. Das ist auch eine ziemlich bekannte Stelle, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres. Ich bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt, auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Um diese Erneuerung geht es, dass wir von Gott uns immer wieder dieses neue Herz schenken können.
lassen, seine Gnade, die uns dann hilft, Schritte zu gehen im Vertrauen auf ihn und auf seine Weisung. Und dass wir dann vielleicht immer mehr tatsächlich erkennen, Gott will uns nicht ärgern, Gott will uns keine Hindernisse in den Weg legen, sondern Gott will, dass unser Leben gut wird. Und er weiß, was wirklich gut ist, weil er der Gute in Person ist. Okay, let's go to the key learnings. Gottes Gebote, habe ich gesagt, sind Gebrauchsanweisungen des Schöpfers für ein gelingendes Leben hier in dieser Welt, weil er uns kennt, weil er weiß, wie der Mensch funktioniert und wie das Zusammenleben von Menschen funktioniert. Und oft sind Hochmut und Misstrauen gegenüber Gott der Grund, warum ich das nicht so sehen kann, sondern warum ich Gebote als Einschränkungen sehe, warum ich Angst habe und warum ich eben manchmal mich auch entscheide, ihnen nicht zu folgen. Aber im Gegensatz dazu kann ich dadurch, durch das Hören auf seine Weisungen, auf das Achten auf seine Gebote, ihm auch immer wieder neu zeigen, ja Herr, ich vertraue dir wirklich und ich erwidere die Liebe, die du zu mir hast. So möchte ich zum Schluss ganz kurz beten. Für alle Gaben, die du gibst. Ich danke dir auch für deine Weisungen, die du uns gibst, auch wenn es mir ab und an schwerfällt, das wirklich als Geschenk zu sehen. Und ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du uns Menschen zeigst, wie unser Leben gut werden kann. Durch deine Gebote, aber auch durch das, was du in unser Leben reinsprichst, was du in unser eigenes Herz reinsprichst. Und Herr, ich bitte dich, gerade jetzt auch in diesen Wochen der Vorbereitung auf Ostern, bitte ich dich um Erneuerung. Bitte ich um Erneuerung in meinem Herzen, in meinem Leben, um diesen Mut, die Dinge, die nicht gut sind, vor dich zu bringen und einfach dir neu das Vertrauen auszusprechen, dir neu meine Liebe zu zeigen. Ich bitte dich um die Kraft für echt die Schritte, die gerade dran sind, bei jedem Einzelnen von uns, um das zu machen. Du weißt, was in unserem Herzen und in unserem Leben ist. Und ich bitte dich, zeig uns den nächsten Schritt, jetzt in dieser Zeit, einen Schritt auf dem Weg deiner Weisungen für uns. Amen.